heißt für mich eigentlich ein Coach zu sein. Also nicht Leuten zu sagen, was sie zu tun haben. Das braucht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch. Und das brauchen vor allen Dingen manche Menschentypen. Aber in erster Linie ist es eben die Aufgabe eines Coaches, um das Bestmöglichste aus den Menschen herauszuholen. Und das heißt eben, dass ich mich individuell auf verschiedene Persönlichkeitstypen einstellen kann. Eben wie gesagt, manche brauchen vielleicht ein bisschen mehr Anleitung, manche brauchen wirklich genaue Angaben und wieder andere brauchen komplette Freiheit. Und ich muss als Führungskraft in der Lage sein, das zu erkennen, mich darauf einzustellen und dann eben das Umfeld zu schaffen, dass meine Mitarbeitenden eben bestmöglichst agieren können. Gute Menschen braucht es für gute Zusammenarbeit. Also ganz wichtig ist es, dass Leute eben, mit denen man zusammen ist, dass die wirklich Lust haben, miteinander zu agieren. Das ist das eine. Und zum anderen braucht es aber auch eine richtige Vision, also oder einen richtigen Auftrag, sagen wir es so. Und wenn das klar ist und man dann eben mit den richtigen Leuten zusammen ist, dann ist es quasi ein Selbstläufer. Also für mich liegt das in der Arbeit darin, für mich persönlich, für andere Leute Lösungen zu schaffen, auf die sie selber nicht unbedingt kommen, aber wo sie merken, da funktioniert es irgendwie nicht richtig und ich kann mit meinem Fachwissen ihnen dann eben da weiterhelfen und gemeinsam oder eben im besten Fall gemeinsam eben dann eine neue Idee für sie finden, die ihnen weiterhilft. Ich glaube, das Bürodesign wird sich dahingehend verändern, dass es noch mehr Wichtigkeit gewinnt, dass die Identität und die Kultur des Unternehmens wirklich zum Ausdruck gebracht wird. Also weg von pragmatischen Lösungen hin zu wirklichen, nicht unbedingt Erlebniswelten, aber auf jeden Fall eben Welten, in denen die Unternehmenskultur wirklich auch rübergebracht wird und dargestellt wird. Dadurch, dass wir jetzt hingehen, also vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber auf jeden Fall nächstes Jahr, hoffentlich nach der großen Pandemie, dass wir hybrid arbeiten, werden wir mehr Räume brauchen, also mehr kleinere Räume, kleinteiliger insgesamt, dass man wirklich auch gut Videokonferenzen abhalten kann, ohne andere zu stören. Das funktioniert einfach nicht, das in einem größeren Raum zu machen. Und gleichzeitig wird es immer wichtiger werden, dass die Büros Leute zusammenbringen. Also zum einen wirklich Begegnungsstätten quasi werden, dass gemeinschaftliches Arbeiten, Kollaboration erleichtert oder im besten Fall wirklich auch ermöglicht und verbessert wird. Und vor allen Dingen, weil das ist das, was im Moment oder in den letzten 2 Jahren vor allen Dingen auch verloren gegangen ist, ist es zufällige Begegnungen zu schaffen. Und das passiert einfach nicht am Arbeitsplatz, wenn jeder konzentriert in seinen Rechner guckt, sondern das passiert, wenn man sich zufällig trifft, wenn man schnell ins Gespräch kommt, wenn beide am Locker stehen und ihre Sachen rausnehmen, wenn man sich einen Kaffee macht und Ähnliches. Und diese Bereiche werden immer wichtiger werden und die muss man auf jeden Fall richtig gut und vor allen Dingen intensiv planen.